Yo und hallo und herzlich willkommen zu einem vorgestellt. Würde ich mal sagen. Weil angespielt ist das ja nicht. Angespielt sind hier nur irgendwelche Online-Games. Also, ist das hier ein vorgestellt. Und ich stelle euch heute vor, Knights of Pen and Paper Plus 1 Edition. Ja, ich habe mir das gestern für 2,50 im Steam, hier im Steam Store gekauft. Habe heute ein bisschen gespielt, ich zeige euch das mal. Hier, ich habe 142 Days, ich habe glaube ich mal 2 Stunden oder so gespielt. Hier, ich habe schon Level 13 und der Rest ist 12. Ja, mir fehlt hier noch ein Charakter. Und ja, wer weiß, vielleicht werde ich das Spiel sogar mal let's playen. Weil ich muss sagen, es ist zwar hier so pixelig, schöne Pixelgrafik und sowas, aber es ist einfach nur gut. Und gute Spiele ist das, was wir natürlich alle haben wollen. Ja, und ich zeige das euch jetzt mal so. Nehme ungefähr so eine halbe Stunde auf. Mal gucken. Dann werde ich wieder weiter WoW spielen. Ich bin jetzt auf einem neuen Server, auf Black Hand. Bin schon momentan... Heute ist der dritte Tag, an dem ich mit meinem Char spiele und bin schon ohne irgendwelche Hilfe auf Level 31. Ja, ich kann's, Leute. Und ich schaffe das mindestens innerhalb von dem Monat noch, ich bin wahrscheinlich in der Hälfte von dem Monat auf Level 90. Das passt alles. Aber mal gucken, was uns hier das gute Quest-Symbol hat. Oder ich erkläre euch erstmal hier die Sachen. Hier, das sind die Einstellungen. Wenn man hier draufklickt, hier kommt man ins Inventar. Ich habe schon einige Sachen. Hier schwacher Heiltrank, schwacher MP-Trank, dann roter Zielapfel, dann ein Schnabel, gibt bloß einen Angriff. Dann ein Pelz, der hat die Eigenschaft pelzig zu sein. Und gibt plus ein XP. Da gibt es hier Edelsteinbeutel, ein Beutel voller Edelsteine. Plus 1 Initiative. Dann Schneeflocke. Furchtbar kalt. Plus 2% Fertigkeitserfolg. Mhm. Oh, nee, nicht fertig. Ja, Fertigungserfolg beim Schmied. Hier habe ich auch Wüstenrose, ziemlich poetisch. Plus 1 TP. Lavakugel. Und wie soll man die transportieren? Regeneration 1 HP. Meeresmuschel. Ich konnte in Muscheln Symphonien lauschen. Minus 5% Wiederbelebungskosten. Dann ein kleines Angriffselixier. Plus 5 Angriff hält 4 Runden an. Und natürlich der grüne Zielapfel stellt wieder 3 MP wieder her und so. Hier mein Bürohängst. Ich kann euch mal zeigen, was ich hier auch habe. Und so, hier. Den Bürohengst als Krieger kriegt 10% mehr Erfahrung. Den Nerd als Kleriker. Natürlich. Hier klassische Brille und das Ganze. So sieht eigentlich ein Nerd nicht aus, aber egal. Allzeit bereit. Wiederbelebungskosten für diesen Spieler um 50% reduziert. Den Pizzaboten, den hätte ich mir eigentlich als letztes kaufen sollen. Denn hier Partylöwe passiv. 50% Rabatt auf den Kauf dieses Spielers. Weil ich habe nur ungefähr 2,5 Gold dafür gezahlt. Und jetzt, wenn ich 9 haben will, dann muss ich irgendwie 250 zahlen. Und das ist jetzt nicht so gut. Rocker Paladin. Spezialfähigkeit Stärke. Plus 5 Trefferpunkte. Jo, ich bin hier gerade in so einem verlassenen Dorf oder sowas. Hier kann ich rasten. Da geht's zum Schmied. Den kann ich hier mit Schleifsteinen zum Level Up bewegen. Dann kriegt er hier eine höhere Erfolgswahrscheinlichkeit. Hier ist die auch Erfolgswahrscheinlichkeit. Also hier kann ich beispielsweise von dem Holzschwert oder so. Oder Bronzeschwert zum Stahlschwert. Das machen oder die Lederrüstung zur verstärkten Rüstung. Oder hier den Nerd-Kleriker. Oder den Pizzaboten hier natürlich verbessern. Den Paladin. Dem habe ich jetzt schon so eine Fleischklopfer gegeben. Damit der hier mehr Schaden austeilt.
weil, aber der ist ja klassischer Tanker. Ich denke mal, ich werde mir hier, ja, hier 250. Aber ich denke mal, ich werde mir als letztes hier, Paris. Das ist wahrscheinlich Paris Hilton gemeint. So, als Schurke. Ja, so, Paris Hilton hier. Shopaholic. 50% Rabatt auf Verbesserungen beim Schmied. Ich zeige euch mal, was es hier sonst noch so gibt. So, ich könnte die Schwarzkanone nehmen. Bekommt plus einen Angriffsbonus. Der wäre echt der perfekte Krieger. Weil der hier schon gleich plus einen Angriff kriegt. Wäre eigentlich gut. Bello. Wolfsblut. Halt ein TP pro Runde. Kleiner Bruder. Plus unruhig. Plus 5 auf Initiative. Dann E.T. Freund Gaias. Regeneriert 1 MP pro Runde. Hipster. Oder eher gesagt, Hipster. Randomness. Plus 10% Increased Damage Range. Blümchen. Glücksfee-Würfel. Würfel um 1 erhöht. Großmutter. Laut. Zusätzlich 2, 10% auf Bedrohung. Auch der, die wäre der perfekte Tank eigentlich hier, so als Paladin. Die Großmutter als der Paladin frisst Schaden ohne Ende, teilt nichts aus und wird die ganze Zeit vom Kleriker geheilt. Das wäre der perfekte Tank für die Gruppe. Wieso habe ich die eigentlich nicht genommen? Fräulein Goldbeere. Alles Könner. Plus 3 TP, plus 3 MP, plus 2% TP-Entzug, plus 2% MP-Entzug und plus 2% EP. Und der Hynx. Spieler. Plus... Er ist ein Spieler, okay. Plus 1 Fähigkeitsdauer. Sieht mir aus wie Gronkh. So, das waren eigentlich die Leute, die man hier so haben kann. Wie gesagt, den Pizzaboten, den habe ich hier als Magier genommen, weil er es kann. Aber naja. Oh ja, hier kann ich noch so einkaufen. Ich würde hier eigentlich gerne Sachen verkaufen. Das geht. Weiß es nicht. Ach, Gegenstand. Man kann hier Gegenstände verkaufen. Oh ja. Yeah. Dann verkaufen wir mal hier den Pelz. Ein Gold. Ein Gold. Ein Gold. Noch ein Gold. Behalte ich mal. Brauche ich nicht. Brauche ich auch nicht. Kann man mal gucken. Ich kaufe hier jetzt einfach mal ein bisschen ein. Und höre mich dabei an wie Gronkh. Ich kaufe jetzt einfach hier ein paar Schleifsteine und... besser so mit den Schmied, weil sonst müsste ich in Höhlen gehen. Den Rollenspielgöttern sei Dank. Ich bin wieder aus dem Shop zurück oder was. Ich hoffe, es stört jetzt nicht, wenn hier Leute da unten online kommen. Oh Gott, ich habe schon 7 Minuten damit verschwendet einzukaufen. Ich muss unbedingt noch irgendwas machen, ja. Level 3. Erfolgswahrscheinlichkeit. Und er tanzt so richtig toll rum. Ach, ich muss den Schmied wirklich erst nochmal verbessern, okay. Also, der gute Erzähler, was hat er denn zu sagen? Ihr seid im fernen Dorf angekommen und seid zu... Fragezeichen, geil, um seiner Geschichte zu lauschen. Hey, Fragezeichen. Wir sind gekommen, um herauszufinden, was passiert ist. Fragezeichen, ich grüße euch, seid ihr bereit für eine Geschichte? Also es begann vor einigen Nächten, ein mächtiger Magier wollte mich, den Hüter des Waldtempels, dazu bewegen, mit ihm gemeinsame Sache zu machen. Der Magier hat dich also verzaubert und das Artefakt gestohlen. Ich glaube, für das verbotene Ritual benötigt er noch all die anderen Tempel-Artefakte. Wenn er es vollführen kann, wird er so mächtig, dass er zwischen den Welten reisen kann. Diese Artefakte sind als die Pen and Paper Artefakte bekannt.
Ich habe so viel zu tun. Bitte seht euch vor. Lol. Gut. Quest done! Ihr seid jetzt mit Fragezeichen verbündet. Oh yeah! Und ich hab 18 Gold gekriegt. Level up! Ja, der Nerd hat Level up. So, was verbessern wir denn? Das brauche ich gar nicht. Da habe ich einen unnötigen Punkt drauf gesetzt. Ich glaube, vielleicht werde ich dieses Spiel sogar mal let's playen. Mal gucken, was so nach Gothic 2 kommt. Ich bin damit eh bald fertig oder ich werde damit bald aufhören. Ich bin im vierten Kapitel. Und bin in der Burg. Ja, ich muss nur noch Drachen töten und hier dann noch wahrscheinlich den Big Boss legen und dann bin ich fertig. Aber wir werden jetzt hier erstmal die Heilungssachen verbessern. So. Mal gucken. Quest erstellen. Choose. Eskorte. Fragezeichen Level 13. Geleitet jemand sicher an sein Ziel. Bla bla bla. Überbringen. Allmächtige Waffe. Dann bringen wir mal Fragezeichen irgendwo hin. Wenn ich mich in der Nähe des Waldtempels aufhalte, werde ich stärker. Ich fühle mich immer noch etwas geschwächt vom Kampf gegen den schwarzen Magier. Aber das wird vorübergehen, wenn wir erst einmal den Tempel erreicht haben. Los geht's! Würdet ihr mich zum Waldtempel eskortieren? Ja klar. Da ist der Waldtempel. Und es kostet mich 6 Gold, oh mein Gott. Kampf, ja, 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 ja. Oh mein Gott, es ist eine Waldraube. Feuerball. Ich mach das hier ganz professionell. Also ich weiß, was ich tue, Leute. Und einmal mit dem Paladin raufhauen. Bam. Und ich habe einen Stroh bekommen. Schützt vor Erdbeben. Plus 5% zusätzlich TP. Wow. Würdet ihr mich zum Waldtempel eskortieren? Immer noch. Genau, jetzt muss ich nochmal 4 Gold dafür zahlen, ja? Und wenn das hier muss ich nochmal kämpfen. Also geht's noch. Boah, die Skelette! Ach du Scheiße, ziehen die viel. Heiliger Schild! Das wird gespaltet. Dafür bräuchte ich den Spalter. Der war schlecht. Jetzt kommt mein absoluter Lieblingszauber. Boom. Der ist gegen schwache Gegner eigentlich ziemlich OP. Aber es sind halt schwache Gegner. Super effizient. Okay. Okay, Mr. Paladin. Schlag des Anführers. Yeah! So, damit macht er jetzt den Tank. Dann greifen, müssen ihn eigentlich die meisten angreifen. Einmal Schlag auf dich. So, geschwächt. Feuerball. Niederstrecken. Null. So. Den hätte ich auch. So, wiederherstellen. 35 Leben. Zack. Oh yeah, Victory 2116 Gruppen-EP. 25% Gruppenbonus und 23 Münzen. Bring dein... Was? Charakterbogen? Oh, ich habe 11 gewürfelt. Wenn ich unter 10 würfel, kann die Chance bestehen, während des Rastens angegriffen zu werden. So, was mache ich hier denn beim... So, Mana-Strom. Gibt natürlich mehr Mana. Das ist sehr gut. Also, ihr seht, wie die allgegenwärtige Kraft der Natur den Tempel wieder durchströmt und seine Wunden heilt. Nun bin ich wieder bereit, den Waldtempel zu beschützen. Quest Erfolg! Fragezeichen
Danke. Dann los jetzt. Und ich habe einen Pelz bekommen. Pelzig. Pelzig. Wow. Spieleentwickler. Saulo, Level 15. Okay. Fünf wilde Gestalten treten an euch heran und fragen. Spieleentwickler Bande. Was macht ihr hier? Verzeiht. Verzieht euch. Das ist unser Platz. Entschuldigung? Wir werden nicht gehen. Das ist der Waldtempel und ihr seht mir nicht gerade wie seine Hüter aus. Aha. Und was macht ihr hier? Spieleentwickler Bande. Wir sind wegen der Artefakte hier. Wir werden sie uns holen und dann werden wir die andere zu anderen Welten reisen. Nein, werdet ihr nicht. Angriff! Oh mein Gott, ich muss gegen den Spieleentwickler kämpfen. Ich will hier jetzt nicht verlieren, ja. Aber die haben Magier, Druiden, Kleriker, den Schurken und einen Paladin. Ich muss, will den Kleriker gleich am Anfang ausschalten. Heiliger Schild. Feuerball auf den Kleriker. Oh oh. Geschwächt. Okay. Ja, das macht der Krieger jetzt gerade nicht sehr von Nutzen. Nicht sehr von Nutzen. So, die sollten jetzt alle auf den Pala gehen. Dann vereisen wir mal den Magier. Der ist jetzt gestunt. So. Einfach Angriff. Ein Schaden. Ah ja. Oh, er blutet. Oh, verdammt. Meteor. Ha, der Kleriker ist tot. Gut. So, jetzt heilen wir den Tank. Der hat zu viele Lebenspunkte. So, Schlag auf dich. Und ich dachte schon, ich würde hier verlieren. Und dann verlor er. Naja, wer weiß. Vielleicht verliere ich sogar wirklich. Boah, Meteorit, Alter. Das ging aber gar nicht. Da heilt er sich mit Blitzheilung, oder was? Ich habe die nicht so hoch geskillt, also... Feuerball auf dich, dann brennst du. Und Zirkel der Heilung, 16 Leben. Okay, das Spieleentwicklerteam hätte ich ja schon bald besiegt. Die sind nicht mal ansatzweise so gut geskillt wie ich. Weil ich ja sehr gut geskillt bin. Mir fällt gerade nichts groß ein, worüber ich reden kann. Das meiste, worüber ich rede, da rede ich meistens immer eher in meinem Gothic 2 drüber. Also, von dem her. Ich sollte lieber mal den Tank heilen. Der Droide ist tot und jetzt müssen wir nur noch den verdammten Tank besiegen. Super effizient, okay. Oh ja, er ist besiegt. Victory!
Boah, 4609 Gruppen-EP. Ein schwacher MP-Trank. Stufenaufstieg. Ja. So, was machen wir denn? Ich werde den heiligen Schild verbessern. Die Blitzheilung. Ich weiß nicht, ob ich die unbedingt so skillen sollte. Oder möchte, eher gesagt. Oh, 8. Das könnte... Okay, das ging nicht in die Hose. Spielentwickler, okay, ihr habt gewonnen. Also, beschützt ihr wohl die Artefakte, was? Ja, ganz recht. Wir beschützen unsere und eure Welt vor der realen Welt. Spielentwickler waren interessant. Entschuldigt bitte. Wir werden nicht mehr eure Wege kreuzen. Spielentwicklerbande, wenn ihr wollt, würden wir uns sogar euch sogar anschließen. Wir können jede Hilfe gebrauchen, aber kommt uns nicht in die Quere. Say hi to the Game Devs, okay? Der eine Ring! Ja! Ich hab den einen Ring bekommen! Oh, jetzt freue ich mich wie so ein Schnitzel. Oh. Reisen. Nachdem euch der Hüter des Waldtempels über das Geschehene berichtet hatte und euch diese Spielentwicklerbande über den Weg gelaufen waren, was spürtet ihr den Drang, dem König davon zu berichten? Okay, vielleicht möchte er mehr darüber hören, wie diese Geschichten miteinander verbunden sind. Beeilt euch! Ja, auf, zur Burg des Königs, nach da oben, reisen, ja. Oh. Boah, ich habe eine 2 auf Reisen gewürfelt und meistens müsste da eigentlich ein Kampf dazwischen sein. Als ihr euch dem Burgtor nähert, steht der König schon oben auf dem Turm, als ob er auf euch gewartet hätte. König, öffnet das Tor. Ihr wartet, bis sich das Tor geöffnet hat. Dann geht ihr ins Burginnere und zum Königsgemach. Herr König, wir haben Neuigkeiten. König, oh, geht es um den Hüter und diese Spieleentwicklerbande? Diese Neuigkeiten habe ich schon erfahren. Heute erreichte mich eine Krähe mit einer Nachricht vom Waldtempel. Mann, sind die Viecher etwa so schnell wie E-Mail oder SMS? Neuigkeiten verbreiten sich wie der Wind. Ich beherrsche die Krähen, darum sind sie so schnell. Ich fasse das Kompliment auf. König. Ich habe mit eurer Ankunft gerechnet und deshalb auf dem Turm gewartet. Ihr müsst einen Freund für mich zum auswegslosen Sumpf eskortieren, damit er natürlich den Ausweg, keinen Ausweg mehr findet, von da wegzukommen. Aber klar doch. Dort müsst ihr Nachforschungen über das Ritual des Magiers anstellen und bessere Leibwächter als euch könnte er gar nicht haben. Ja, ihr lasst den König in seinem Gemach zurück und kommt dann halt zum Tor. Ihr überprüft all eure Taschen. Der Freund des Königs, dessen Name ihr noch nicht kennt, ist ebenfalls aufbruchbereit. Ups. Wie heißt du eigentlich? Entschuldige, ich hätte früher fragen sollen. Dexter, ich heiße Dexter. Schön, danke der Nachfrage. Also, lasst uns weitergehen, Dexter. Führt den Freund des Königs zum auswegslosen Sumpf. Vor ihm liegt viel Arbeit. Okay, viel Arbeit ist mein zweiter Vorname. Oder sowas. Dunkelwald, nein, das ist für Level 23. Für Level 15. Na gut, das geht ja noch. Kampf! Wow, eine schwule Fledermaus. Da piekst einmal der Magier mit seinem Zauberstab und die fällt schon tot um. GG, gut gespielt.
will weiterreisen, ja. Ich verbrauche damit nur Geld. Mein Geld. Ah. Blöde Kobolde. Spalten. Wie sich das gerade angehört hat. Karotte, wiederherstellen 5 HP, wiederherstellen 5 MP. Und der Krieger hat natürlich ein Level up bekommen. Was erhöhen wir denn? Sein Verspotten, den Schlag, Steinhaut. Ne, Steinhaut brauche ich auch gar nicht bei dem. Und Spalten. Ich würde mal sagen, den Schlag. Ja. Führt einen Angriff mit 45% Schadensbonus aus und schwächt das Ziel. Ein, was? Schwächt das Ziel 1, lang um 13. Okay. Ich habe keine Ahnung, warum da ein stand, aber okay. Oh, Alter. Die Frösche, die sehen ja richtig genial aus. Okay. Super effizient. Boom. Ich beschieß dich mit Feuer. Super effizient. Ein Schlag und du bist weg. Das erinnert mich an... Genau, das mit einem Schlag und du bist weg. Das erinnert mich an was. Und zwar... das war noch so, als ich natürlich hier noch auf meiner alten Schule war. Da haben ein paar von meinen Freunden so... geraucht natürlich und einer hat dann so gefragt, so ja, könnte ich eine Zigarette von oder kriege ich mal einen Zug, und dann von einem anderen, das war so genial, dann so, such dir ein Gleis, ein Zug und du bist weg. Das war die genialste Aussage, die man machen kann, ja. Ein Zug und du bist weg. Dun dun dun. 150, oh yeah. Frühstückszeit. Ihr erreicht den auswegslosen Sumpf. Der Geruch an diesem Ort schlägt euch auf den Magen. Der Nebel ist so dicht, dass man ihn fast greifen kann. Selbst am Tag ist es hier dunkel. Es gefällt euch hier überhaupt nicht. Was? Das Sumpfwasser sieht derart dick aus, dass euch sofort klar ist, dass hier irgendwas nicht stimmt. Spielt Guild Wars 2, okay. Dexter, ah schön, fast wie zu Hause, ich liebe diesen Ort. Oh, stimmt, die Stimme habe ich anders. Danke, dass ihr mich hierher gebracht habt. Und vergesst nicht, später wiederzukommen. Bis dahin werde ich meine Arbeit erledigt haben. Quest erfolgt. Ja, ich hab Dexter und krieg einen Pelz. Juhu. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Dann sag ich oh yeah. Wiederherstellung, oh yeah. Ektoplasma. Kampf. Sumpfgott. Jagd. Seele. Okay, dann machen wir mal schnell die Jagd. Milbury, sie sind überall, Hilfe! Sieht es schlecht aus? Ich bin etwas konfus in diesem gut oder schlecht Fragen. Was genau meinst du mit schlecht? Versuch dir vorzustellen, dass alles Leben, so wie du es kennst, endet und jedes Molekül in deinem Körper mit Lichtgeschwindigkeit explodiert. Lol. Totale Protonenumkehr.
Richtig, das ist schlecht. Okay, in Ordnung. Die Lage ist schlecht. Tötet diese Geister. Kämpfen. Lass mich was Neues ausprobieren. Oh ja, und er sagt hier immer was. Egal was ich mache, sagt er dann immer was. Also wenn es zu leicht ist, dann beschweren die sich die da unten. Wenn es zu schwer ist, auch. Wenn es gerade so ist, dann... Oder wenn es was Neues ist, dann sagt er hier immer was. Meteor. Okay, so viel Schaden macht er jetzt gerade gar nicht. 44 Schaden. Jetzt wird gespaltet. Okay, Wiederherstellung. Ich muss ja ganz schön viel heilen jetzt. Und ich mache hier absichtlich so auf hier die Starken, weil ich muss ja die angreifen, damit die dann schon hier etwas runtergeschwächt sind. Also wenn ich hier eine Klasse mehrmals nehmen könnte, würde ich hier nur wirklich Kleriker reinhauen. Also, Niederstreckung. Zack. Und noch einmal Feuerball. Und Victory. Oh ja, der Magier ist aufgestiegen. Ich denke mal, ich werde den Feuerball verbessern. Also der Feuerball ist mein Lieblingszauber eigentlich. Hier bei ihm. Oh. Kampf. Ach du Heilige. Was ist das? Widerstand. Heiliger Schild. Er muss sich unbedingt... Er muss das machen, ja? Das ist Standard. Das ist ein Elite-Mob oder sowas. Ich weiß auch, ich habe das Spiel hier gleich am Anfang mit einem Elite-Mob angefangen. Kaum habe ich das Tutorial fertig gehabt. Elite-Mob. Einfach weil Elite-Mobs cool sind, ja? Und er hat, glaube ich, mal auch gleich ein ganzes Level up dann gebracht. Ich hatte da nur zwei Leute. Den Kleriker und den Krieger. Weil ich dachte mir so, ja, am Anfang Kleriker wäre gar nicht schlecht. Und an sich so einen Kleriker. Ihr seid solche Anfänger. Was? Du bist ein Anfänger. Feuerball. Zack. Egal, Magiewiderstand. Hin oder her. Ach du Heilige, warum ist der immer so schnell? Wieso kriegt der immer so viel Schaden? Was? Ich mag Schildkröten. What? Alter, ich mag Schildkröten. Der Rocker ist irgendwo komisch. Ich mag Schildkröten. Dann werden wir mal die Blitzheilung hier verbessern. Boah. Das war jetzt richtig guter Wurf. So, noch zwei Seelen. Wieso hat das nur eine? Ich habe hier zwei genommen. Verstehe ich nicht ganz.
Naja. Victory 1000, Erfahrung und 7 Gold. Cool. Okay, Victory, schon wieder. Milbury, na sowas. Sieht man aber wirklich nicht alle Tage. Gute Arbeit und danke. Quest done. Okay, dann würde ich mal sagen, hier sind wir auch gleich zu Ende, weil es ist schon nach 7. Und dann raste ich noch schnell einmal und ja. Also Leute, dann würde ich noch sagen, kauft euch das Spiel, ist wirklich super, ich habe damit sehr viel Spaß, wie ihr auch gerade gesehen habt. Wie schon gesagt, eventuell mache ich hier mal ein Let's Play davon, nach Gothic 2 eventuell schon, mal gucken. Auf jeden Fall würde ich dann sagen, oder nochmal dazu sagen, kauft es euch, super gut, macht viel Spaß. Ich weiß, ich wiederhole mich. Aber dann auf jeden Fall natürlich. Verdammt. Na gut, bewertet den Part, je nachdem, wie euch gefallen hat. Kommentiert, was ihr kommentieren könnt. Lasst gegebenenfalls ein Abo da. Und natürlich. Sun Bros. Praise. The Sun. Yo!